Schön, dass du wieder dabei bist auf unserem YouTube-Kanal vom Herdhaus. Dein Spezialist für exklusive Hausgeräte. Heute backen wir in unserem Backstudio ein niedersächsisches Bauernbrot. Für den Teig werde ich die Häusler Nova einsetzen. Unsere Teigmenge insgesamt liegt bei ca. 3 Kilogramm für zwei Brote. Backen werde ich mit dem Modell 30-2 von der Firma Manz. Warum sich diese Backöfen hervorragend nicht nur zum Brotbacken eignen, das kannst du in einem anderen Video von uns sehen. Oben rechts in der Infokarte habe ich es dir verlinkt. Die Zutaten für einen Teig sind dabei 450 Gramm Sauerteig, 310 Gramm Wasser aus dem Kühlschrank, 450 Gramm Weizenmehl Typ 1050, 250 Gramm Weizenvollkornmehl, 20 Gramm Backmalz, 18 Gramm Salz, 20 Gramm Apfelessig, 30 Gramm Rübensirup und 2 Gramm frische Hefe. Weiterhin brauchen wir noch etwas Roggenmehl zum Bestäuben und Öl oder Backtrennspray zum Einfetten eines Behälters für die Teigruhe. Die Zutaten findest du auch noch einmal in der Videobeschreibung. Wir geben jetzt alles in die Rührschüssel. Fangt am besten zuerst einmal mit dem Wasser an. Dann werden alle Bestandteile gut aufgenommen und es bleibt bei deiner Knetmaschine nichts am Boden kleben. Wir mischen den Teig zuerst auf Stufe 1 für 6 Minuten durch und kneten ihn dann noch einmal für 7 Minuten auf Stufe 2 aus. Bei der Nova kannst du das als Rezept abspeichern und die Maschine läuft dann automatisch bis zum Ende des Prozesses durch. Die Nova ist jetzt soweit fertig mit Kneten. Und wir können die Fensterprobe machen. Befeuchte dafür deine Hände mit Wasser, dann klebt der Teig nicht daran. Dann nimm ein walnussgroßes Stück vom Teig und ziehe es auseinander. Reißt es sehr schnell, musst du noch etwas weiter kneten. Ist es so elastisch wie dieser hier und du kannst fast hindurchschauen, ist er perfekt ausgeknetet. Wir nehmen jetzt eine Schüssel mit Deckel oder so eine Teigbox. Die sprühen wir mit Backtrennfett beziehungsweise etwas Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl ein. Den Teig bringen wir noch etwas auf Spannung und lassen ihn 2,5 Stunden bei Raumtemperatur in unserer Teigbox abgedeckt ruhen. Kurz vor Ende der Teigruhe kannst du dann die Gärkörbchen ausmehlen und die Arbeitsfläche bestäuben. Dazu solltest du Roggenmehl nehmen. Roggenmehl bindet mehr Wasser und dein Teig klebt nicht so leicht fest. Bevor wir den Teig aus unserem Behälter stürzen, bestäuben wir ihn noch etwas. Jetzt teilen wir ihn noch in zwei gleich große Teiglinge auf. Jetzt arbeiten wir den Teig noch auf. Entweder du faltest ihn einfach von außen nach innen oder du machst das so. Das machen wir, um Spannung in den Teig zu bekommen, damit er beim Backen nicht zusammenfällt, sondern schön aufgeht. Der Schluss kommt nach oben. Der Schluss ist die Seite, wo der Teig eingefaltet wird. Das Brot soll wild und rustikal aufreißen. Wundere dich nicht, in diesem Fall heißt oben, er muss nach unten ins Gärkörbchen gelegt werden. Du kannst ihn jetzt noch eine Stunde im Gärkörbchen abgedeckt ruhen lassen und dann backen. Wir arbeiten aber diesmal mit einer langen Teigführung und stellen ihn über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank. Nach der Stückgare über Nacht ist unser Teig wunderbar aufgegangen.
Wir lassen ihn jetzt noch für 30 Minuten akklimatisieren. Wir heizen den 30-2 in der Zwischenzeit auf 250 Grad auf. Vorher entfernen wir die Abschirmdecke. Sollte euer Backofen über eine Dampfabzugsflöte verfügen, zieht diese vorher raus, sowie auch das Schwadenschutzblech. Hast du das Modell 301 mit der getrennten Temperaturregelung, stellst du am besten 220 Grad Oberhitze und 200 Grad Unterhitze ein. Bestäube nun den Schieber mit etwas Mehl. Ich bevorzuge das sogenannte Streumehl. Das verbrennt nicht so leicht wie Mehl und hat ein schön nussiges Aroma. Die Teiglinge schiebst du nun in den Backofen. Nach 15 Minuten schaltest du dann den Mainz 30-2 aus und lässt dein Brot noch für 45 Minuten im Ofen. Bei dem Modell 30-1 erhöhst du die Oberhitze nach dem Einschießen auf 250 Grad. Nach 15 Minuten schaltest du den Backofen aus und lässt dein Brot für 45 Minuten im Ofen. Hast du einen klassischen Haushaltsbackofen, geh wie folgt vor. Heize den Backofen auf 250 Grad auf, schiebe dein Brot ein und reduziere nach 15 Minuten die Temperatur auf 200 Grad. Dann backe dein Brot für weitere 45 Minuten. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Kann sich doch durchaus sehen lassen, das Bauernbrot aus Niedersachsen. Und jetzt hört man den Sound der Kruste. Wollt ihr mehr Backvideos mit den Mainz Backöfen 30-1 und 30-2 von uns sehen? Oder sollen wir einmal Brot in einem Haushaltsbackofen machen und euch Tricks und Kniffe zeigen, wie ihr die Backqualität verbessern könnt? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Erfolg beim Nachbacken. Und ein Like von dir wäre echt cool. Und ein Abo noch cooler. Ich bin jetzt weg. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao Backfans!